Also, wenn ich so drüber nachdenke, könnte ich das ganze Projekt eigentlich in einem Vierteljahr durchdrücken. Würde natürlich bedeuten, dass ich von jetzt an richtig Gas geben muss. Keine Ausflüchte oder Aufschübe mehr, die Träumereien sein lassen und stattdessen einfach machen. Vor allen Dingen niemanden von Projekten erzählen, bevor ich sie nicht in die Tat umgesetzt habe. Das ist doch immer der eigentliche Knackpunkt. Man erzählt den Leuten, was man vorhat. Die sind natürlich begeistert und ermutigen einen. Dadurch erntet man direkt theoretische Lorbeeren und damit irgendwie auch schon die Befriedigung. Kein Wunder, dass man da gar nicht mehr loslegt. Von jetzt an werde ich einfach nur noch für das Projekt leben. Ganz im Ernst, ich bin das Projekt. Es wird das erste sein, an das ich morgens denke, und ich werde so handeln, als gäbe es nichts im Leben außer dieser einen Sache. Genau genommen gibt's da doch auch gar nichts, was ich dem groß opfern müsste. Man macht sich Stress und Druck bei Dingen, die doch eigentlich Rotz sind. Blödsinnige Fortbildungen, Omas Garten, Krankenkassenscheiß. Alles Kram, der nur Zeit und Nerven kostet. Nee. Von jetzt an nur noch das Projekt. Da werde ich ab jetzt all meine Kapazitäten reinstecken. Ohne Kompromisse. Gar nicht mehr groß nachdenken, morgens aufstehen und mit freiem Kopf direkt los. Und das mit dem Sport wird dann mein Ausgleich. Es ist doch auch wirklich albern. Man hat die Natur gleich vor der Haustür, aber nutzt das alles gar nicht. Dabei ist es so einfach. Schuhe an, raus und dann ein halbes Stündchen durch den Wald, kommst zurück und bist schon mal körperlich ausgepowert. Und dann ist das Konzentrieren aufs Projekt auch einfacher. Sport und Bewegung generell müssen ja auch nicht immer großspurig aufgezogen werden. Morgens laufen, gewisse Dinge am Tag zu Fuß erledigen, das reicht doch schon. Zu dem Termin nachher werde ich auch einfach mal zu Fuß gehen. Bei dem Scheißverkehr in der Innenstadt bist du mit Auto sowieso nicht schneller. Dann kommt die Parkerei hinzu, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Und dann steckst du da eine Viertelstunde im Berufsverkehr. Was die Fahrerei auch immer kostet, das wäre alles Geld, was in meinem Projekt besser angelegt wäre. Beim Stichwort Geld. Wenn die Rechnungsbestätigung von Sinotech in den nächsten Tagen immer noch nicht da ist, dann gehe ich da aber mal persönlich hin und trete denen in ihren überlasteten Hauptserver. Da lässt man sich von solchen Flachpfeifen seine wertvolle Zeit rauben und dann darf man der Kohle noch ewig hinterherrennen. Ständig lässt man sich von anderen Leuten auf den Arsch. Unzuverlässig, ungenau und dann noch kackendreist am Ende. Das mit Caroline gestern ging auch mal wieder gar nicht. Dass ich an diese sie einfach mal von mir aus fragen, wie es ihr geht, Diskussionen überhaupt noch Nerven und Gedanken verschwende. Vielleicht habe ich auch mal einen scheiß Tag. Vielleicht geht's mir auch mal beschissen. Hallo. Und ich bin nicht da, um dich aus deiner Feierabenddepression zu ziehen. Dann ruft am besten noch die Mutter an und erinnert mich an irgendwelche Banalitäten, dass ich doch bitte meinen dämlichen Onkel zum Geburtstag anrufen soll, weil der auf sowas Wert legt. Der denkt wahrscheinlich, dass ich immer noch in der Ausbildung bin und sülzt mich mit seinem 1850 Fachwissen über Geschäftsführung voll. Selbst wenn ich dem von meinem Projekt erzählen würde, das kapiert er doch alles gar nicht so festgefahren, wie der ist. Überhaupt diese ganze Störrigkeit in meiner Familie. Hauptsache, du hast was auf dem Papier. Ein abgeschlossenes Studium muss schon sein. Arbeitet der Lars denn noch in der einen Firma? Was? Der ist schon wieder woanders? Legt doch bitte an alles in meinem Leben eure 50er-Jahre-Werteschablone. Also auf Rückhalt von denen bei meinem Projekt kann ich schon mal definitiv nicht zählen. Man kann sich überhaupt auf niemanden mehr verlassen, außer auf sich selber. Die Leute sind gefangen in ihren dämlichen Hamsterrädern. Jeder glaubt, er wüsste alles besser. Und wenn man mal was anders machen will, dann muss man sich ständig deren deprimierende Scheiße anhören. Ich bin's wirklich leid. Die Leute kommen einfach nicht über ihren blöden Tellerrand hinaus.